Guten Morgen, es ist Dienstag. Heute sind wir alle wieder gut drauf. Der Montag ist ein bisschen vor sich hin geplätschert, weil ich vom Wochenende und dem Besuch irgendwie sehr müde war. Und die Kleine fängt so ein bisschen an zu zahnen. Also es kommen noch nicht die Zähne raus, aber die Zähne schießen in den Kiefer. Und damit hatte sie gestern sehr zu schaffen und konnte überhaupt nicht einschlafen. Und da mussten wir uns ganz viel um sie kümmern, auch gestern tagsüber schon. Aber heute Morgen ist sie wieder mit einem riesen Lächeln aufgewacht und ist ganz fröhlich drauf. Und das freut uns natürlich sehr, dass es ihr heute besser geht. Und die Release-Woche ist jetzt um einen Tag weiter. Ich habe gestern das Cover gepostet auf Instagram für meine neue Single. Und ja, ich werde mich heute nochmal um so ein paar kleinere Dinge drumherum kümmern. Ich versuche jetzt beim Frühstück noch die Virtuos zu lesen von der GEMA. Und da liegt mein kleiner Schatz. Ich bin mit dem Frühstück fertig und bin jetzt rüber an den Schreibtisch gegangen. Die Kleine soll jetzt eigentlich ihr erstes Vormittagsschläfchen machen. Mal gucken, ob das klappt. Und dann kann ich mich nämlich ein bisschen hier der Buchhaltung widmen. Ich habe noch ein Telefonat und genau, mich so ein bisschen um organisatorische Sachen kümmern. Und außerdem schneide ich gerade oder gucke ich mir nochmal final 2 Trailer an, die ich posten werde zu meinem neuen Song. Ich habe inzwischen meinen Workplace vom Schreibtisch rüber ins Wohnzimmer verlegt, weil es hier ein bisschen kühler ist heute Vormittag und die Sonne nicht reinscheint. Da hat die Kleine jetzt hier auf der Decke gespielt und ich ein bisschen was gearbeitet. So sieht das hier aus. Aber jetzt wollen wir rausgehen in die Sonne, erstmal ein bisschen Mittagessen und dann mal gucken, ob ich noch einen kleinen Spaziergang mit ihr mache. Guten Morgen, es ist Mittwochmorgen und irgendwie habe ich das Gefühl, das Wetter ist zwar nicht so gut, aber ich glaube, meine Kamera hat irgendwas. Jetzt ist sie wieder sauber und man kann mich sehen. Genau, es ist Mittwochmorgen, glaube ich. Doch, ist es. Und bei uns wird gleich ein Sessel geliefert. Endlich, ich freue mich so. Denn wir sind im Januar, kurz vor der Geburt, in eine größere Wohnung gezogen. Und das eine Zimmer, was mal Ellies Kinderzimmer wird, was jetzt noch so ein Dual-Use-Zimmer ist, soll noch einen Sessel bekommen. Ursprünglich war der mal als Stillsessel gedacht. Naja, jetzt ist sie fast 3,5 Monate alt, aber ich still da bestimmt auch mal drin. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Sessel. Ich zeige euch mal dieses Zimmer. Es ist nicht aufgeräumt gerade, hier ist ein bisschen chaotisch. Aber das ist sozusagen so der Mix aus Arbeits-, Musik- und Kinderzimmer. Ja, da liegt noch Bettwäsche und Wäsche, die ich wegräumen muss. Und hier in die Ecke kommt gleich der Sessel. Ja, wir haben uns entschieden, kein vollständiges Kinderzimmer einzurichten. Wir warten einfach ab, was wir brauchen, weil wenn wir jetzt was kaufen und hier so ein perfektes Kinderzimmer einrichten und das 1,5 Jahre wie so ein Museum leer steht, da haben wir nichts von. Und deshalb haben wir uns entschieden, da das Zimmer eigentlich so als zweites Arbeitszimmer einzurichten und mein Musikzimmer und trotzdem ein bisschen Ellies Sachen, wie zum Beispiel hier den Kleiderschrank. Und da steht auch gerade die Krippe, oh, vollgepackt, einzurichten. Und da wird geklingelt, der Sessel kommt. Ich bin so happy über diesen Sessel. Da steht er. Oh, und ich habe die Kleine. Geh mal hin. Ist hier jemand wahr? Guten Morgen, mein kleiner Schatz. Ich habe die Kleine jetzt mal auf den Arm genommen. Gerade ihr Outfit rausgesucht für heute. Das ziehen wir heute an. Und ja, jetzt habe ich sie fertig gemacht. Und falls es jemandem aufgefallen ist, ich habe meinen Pony mit der Nagelschere ein bisschen selber zurechtgestutzt. Aber habe endlich gleich einen Friseurtermin. Oh, ich kann es kaum erwarten.
Wird aber ein bisschen spannend, weil, naja, weil ich immer sehr lange zum Friseur gehe. Und eigentlich sollte derjenige, der gerade zur Tür reinkommt, auf Ellie aufpassen, während ich zum Friseur gehe. Aber das klappt nicht 100% ganz mit dem Termin. Deshalb werde ich sie die erste Stunde mitnehmen und dann holt Felix sie ab. Ich hoffe, das klappt. Ja, also verpackt, wie man sieht, weil ich gefärbt bekomme. Und jetzt ist netterweise gerade Felix gekommen und nimmt die Kleine gleich mit. Sie hat super gut einfach geschlafen, jetzt die erste Stunde, wo meine Strähnchen gemacht wurden. Und ist jetzt aufgewacht und er hat noch was zu essen mitgebracht. Jetzt essen wir hier zusammen oder nimmt er die Kleine mit. Ich würde sagen, kann schlechter laufen beim Friseurbesuch. Das nenne ich mal Service. Ich bin vom Friseur zurück. Ich kann endlich wieder was sehen. Meine Haare sind wieder farblich an den Sommer angepasst. Kleiner liegt in seinem Spielebogen und macht witzige Geräusche. Erstmal einen Kaffee trinken. Die Kleine schläft da hinten. Und ich nutze jetzt die Zeit, die sie schläft. Ups. Und mache ein paar Sachen hier fertig. Ich sitze am Laptop und habe gerade das nächste Ankündigungsvideo für meine neue Single gepostet. Das macht mich so glücklich. Ich habe die Kleine nochmal eingepackt. Ich habe hier noch Pakete, wo ich wieder was zurückschicken muss. Und treffe mich jetzt mit meiner Freundin zum Spazieren gehen. Ich will nicht mehr, dass es aufhört. Jede Woche, jeden Tag. Guten Morgen. Good vibes today. Morgen ist schon Release Day, beziehungsweise heute Nacht um 12 kommt mein neuer Song raus. Ich bin so aufgeregt. Ich habe, glaube ich, graue Augenringe, muss mich mal für den Tag fertig machen. War irgendwie eigentlich gar nicht so eine schlechte Nacht, aber dieses so tiefe, gesunde Schlafen ist mit Kind nicht mehr. Aber Concealer hilft, den ich übrigens eigentlich fast wie Make-up einsetze. Die Kleine spielt unten auf ihrer Spieldecke und ich sitze am Schreibtisch. Ich habe noch ein paar Sachen gefilmt, die ich gerade zusammenschneide mal wieder. Und dazu muss ich jetzt einmal noch den Song schneiden. Ja, der Release naht, der Countdown läuft. Und dann muss ich mich außerdem noch darum kümmern, die Videopremiere festzulegen für heute Mitternacht. Oh, ich sehe gerade am 8.6. habe ich das Video schon hochgeladen bei YouTube, echt schon lange her. In Berlin hat es gerade geregnet. Aber jetzt ist es vorbei und ich bin noch mal raus mit der Kleinen. Ja, Release steht an in wenigen Stunden. Wir sind gerade wieder zu Hause angekommen. Ich habe die Kleine zwischendurch in die Trage genommen, weil sie nicht mehr im Kinderwagen liegen wollte. Genau. Und jetzt geht der Release ab. Es ist mittlerweile 9 Uhr. Ich habe die Kleine gerade bettfertig gemacht und hingelegt. Muss jetzt aber nebenher noch um sie herum packen, weil heute Nacht ist Release um 12 und morgen müssen wir um 6 Uhr aufstehen, weil wir um 7.30 Uhr mit dem Zug nach Münster fahren und da Freunde von mir besuchen. Und da freue ich mich schon mega drauf. Mit denen feiere ich natürlich auch noch den Release. Deshalb noch ein bisschen was zu tun jetzt. So aufregend. Der Song kommt gleich raus. Ich kann es kaum erwarten. Die Premiere startet gleich. Es geht los. Der Countdown läuft bei YouTube.
Das ist meine erste Musikvideopremiere. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Wuhu! Die Premiere läuft. Oh mein Gott! Hey! Und 6 Zuschauer sind dabei. Stammt mit Karte auf! Ich hör mich, gemerkt wie sich in jede Farbe grau mischt. Doch dann traf ich auf dich. Der Song ist rausgekommen. Eigentlich war ich jetzt ja auch ganz gut drauf, aber ich habe schon wieder nicht auf eine Spotify-Liste geschafft. Ich mache das alles alleine und ich frage mich halt manchmal, wofür halt, wenn nie mal was klappt, weil ich so hart dafür arbeite und das alles alleine mache. Und wenn man dann halt nie irgendwie nicht mal ein kleines Anzeichen von Erfolg sieht, dann hat man natürlich immer sofort Zweifel, ob der Song gut genug ist, ob ich überhaupt gut genug bin. Keine Ahnung. Und jetzt auch noch mit Kind. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Wie ich doch weiter Energie haben soll. Guten Morgen, es ist 7 Uhr morgens am Release Day. Wir waren erst um 1 im Bett, um 6 hat der Wecker geklingelt. Bisschen wenig Schlaf, aber es geht jetzt los. Die Sachen sind gepackt und ich hoffe, ich kriege alleine jetzt alles mit. Meine Sinne sind wach, viel weiter als gestern. Ich hab immer gedacht, allein sein wäre besser. Dachte ich wär nicht so weit, wär nicht so weit. Doch hey, das war gestern. So, wir sind gut in Münster angekommen. Bisschen kälter als in Berlin. Ich hab die Kleine hier eingepackt. Und wir machen jetzt zweites Frühstück. Um wie viel Uhr? 1 oder so. So. Wir sind in Münster unterwegs, treffen jetzt noch Freunde und feiern zusammen den Release. Wobei ich zugeben muss, meine Laune ist gerade so ein bisschen. Liegt daran, dass Ellie extrem anstrengend heute ist. Sie ist heute Morgen um 6 Uhr wach. Man wollte einfach nicht mehr schlafen in der Bahn. Waren die Durchsagen einfach immer zu laut, die haben sie immer geweckt. Da war dann nicht mehr an Schlaf zu denken. Und hier in Münster, bei der Freundin, wo wir sind, wären zwar die Voraussetzungen top, aber weil dann alles neu ist mit der Wohnung, gab es dann auch keine Chance. Und jetzt eben, als ich losgegangen bin, hat sie mich richtig zusammengeschrien. Und ich musste ungefähr am schlimmsten Platz in Münster, am Bremer Platz, mitten vor allen Leuten stillen. Und es ist jetzt nicht so geil, neben jemandem zu stillen, der sich gerade eine Spritze setzt. Und das hat mir auch fast gerade zum Wahnsinn getrieben. Eigentlich könnte ich nur heulen, weil irgendwie es halt alles ein bisschen viel ist mit eigentlich Release und ich müsste mich voll freuen. Und dann halt auch noch sozusagen jetzt dieser Reisestress. Ich bin das erste Mal alleine mit Ellie unterwegs und gebe zu, ich dachte, das wäre einfacher. Übrigens nochmal zu diesem Playlisten-Ding bei den einschlägigen Musikplattformen, Streamingdiensten. Es ist natürlich nicht so, ich freue mich auch so bei meinem Release. Aber natürlich, und ich weiß auch, dass so Playlisten da drauf zu kommen Jackpot ist. Das ist fast wie so früher Hot Rotation im Radio zu kriegen. Trotzdem hofft man das natürlich irgendwie. Ich müsste lügen, wenn ich mir nicht Erfolg wünschen würde mit meiner Musik. Natürlich mache ich die für mich und schütte damit mein Herz aus. Aber natürlich möchte ich auch, dass die Musik gehört wird. Also ich meine, der Release ist ja ganz frisch heute. Es kann auch alles Mögliche passieren. Ich habe das erste Mal eine Radio-Promo. Wer weiß, vielleicht wird es ein Radio-Hit. Aber trotzdem wacht man halt morgens auf, durchforstet die Listen. Und natürlich hat man irgendwie diesen riesengroßen Wunsch, da auch mal drauf zu sein. Vielleicht klappt es irgendwann. So. Aber jetzt erstmal Sonnenbrille auf. Ich will nicht mehr, dass es aufhört.